das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend. Den Beziehungsstatus von CDU und CSU kann man so beschreiben: Es ist wieder kompliziert. Kaum ist eine Landtagswahl für die Christdemokraten schlecht gelaufen, greift die Schwesterpartei an und es kommt zum offenen Streit in der Union. Dabei wirkte es doch in den vergangenen Wochen so, als sei dieser Tiefpunkt der politischen Ehe Seehofers und Merkels überwunden. Das Bild entstand vor rund 10 Monaten auf dem CSU-Parteitag. Die Kanzlerin wurde vom CSU-Vorsitzenden vorgeführt. Es ging um die Flüchtlingspolitik. Und jetzt wieder Christlich-Soziale Union gegen Merkel. Die Kanzlerin bekommt geradehin ohnehin von vielen Seiten Gegenwind, weil sie von ihrem Wir-schaffen-das-Kurs nicht abweichen will. Wie stark der Rückhalt in der eigenen Partei ist und ob Merkel gar auf dem Weg zum politischen Single sein könnte, berichtet Oliver Körr. Ein Fels namens Angela. Er steht da in der Brandung unverrückbar, ohne sich in der Flüchtlingspolitik zu bewegen. Ich halte die grundlegenden Entscheidungen, so wie sie getroffen wurden in den vergangenen Monaten, für richtig. Der Fels macht gerade stürmische Zeiten durch mal wieder. Gerade erst hat ihn die bislang größte Welle getroffen, manche sagen Monsterwelle. Wahlschlappe in MacPom, Wahlerfolg für die AfD, aber dem Fels scheint das alles nichts anhaben zu können. Deshalb bin ich natürlich auch verantwortlich. Ich halte dennoch die Entscheidungen, so wie sie getroffen wurden, für richtig. Da perlt alles ab und die nächsten kleineren Wellen lassen den Fels erst recht unbeeindruckt. Ich stehe dazu, dass wir eine deutliche Begrenzung der Flüchtlingszahlen brauchen, eine Obergrenze. Mit Augen zu und immer weiter so werden wir auf Dauer keinen Erfolg haben. Aber ich wiederhole gerne noch einmal, ich halte die grundlegenden Entscheidungen, so wie wir sie in den vergangenen Monaten getroffen haben, für richtig. Und dann gibt's ihn ja noch, sozusagen die Dauerwelle. Die schwappt hier regelmäßig rüber. Wahrscheinlich nimmt der Fels sie schon gar nicht mehr ernst. Aber die Kritik ist deutlich sichtbar, wenn auch nicht hörbar. Es ist alles gesagt. So, und jetzt mal ganz ohne Fels. Die Bosbachs und Seehofers dieser Welt wiederholen seit einem Jahr fast wortgleich ihre Sätze. Das heißt doch nicht, dass unser Land eine völlig unbegrenzte Aufnahme- und Integrationskraft hat. Die Möglichkeiten sind auch für ein reiches Land wie Deutschland begrenzt. Inzwischen gibt es neue Asylgesetze, inzwischen gibt es ein Integrationsgesetz, aber so langsam müssten alle begriffen haben, dass Merkel und ihre Grundposition, genau, felsenfest stehen, wie Merkels loyale Mitstreiter übrigens auch, die sagen, alles nur eine Frage der Kommunikation. Das ist möglicherweise die richtige Kehrtwende, nämlich die in der Kommunikation. Die Menschen müssen wissen, was und wie das wirkt, was wir als CDU/CSU im Deutschen Bundestag vor allen Dingen angestoßen und auch umgesetzt haben. Fast schon selbstverständlich, dass diese Haltung auch wieder auf parteiinternen Widerspruch trifft. Die Bevölkerung hat schon verstanden, was in den letzten Monaten entschieden worden ist. Aber ein Teil der Bevölkerung sieht diese Politik sehr, sehr kritisch. Und all die Kritiker wurden in den letzten Monaten reflexhaft in die rechte Ecke gestellt. Und so kann man Menschen nicht überzeugen. Eigentlich bleiben den Unzufriedenen in CDU und CSU nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie scharen sich widerwillig doch hinter Merkel und geben irgendwann Ruhe. Oder sie finden jemanden, der gegen Merkel antritt als Parteichef, als Kanzlerkandidat. Bloß auch da ist neben dem Fels Angela zurzeit kein weiteres Land in Sicht. Tina Hassel in Berlin. Gerade die Kritik der CSU an Merkel ist ja massiv und wird, siehe Seehofer, immer schärfer. Wie lange lässt sich die CDU-Vorsitzende das noch gefallen? Nun, wenn sie einen Hebel hätte, das Dauerfeuer aus Bayern abzustellen, dann hätte sie diesen Hebel längst genutzt und das getan. Das Problem für sie ist, dass diese Kritik ja auch in ihrer Partei, in der CDU, durchaus auf Zustimmung stößt. Angela Merkel weiß, dass öffentlicher Streit sie nur weiter demontieren würde und diese momentane Anti-Merkel-Dynamik anheizen. Also lässt sie in gewisser Weise das Ganze eher abtropfen an sich. Wann wäre die CSU denn überhaupt zufrieden?
Ja, zumindest mal, wenn sie ein Ich habe verstanden hören würde. Und das muss man ja so verstehen, also eine rhetorische Korrektur, wenn schon nicht eine faktische. Oder aber eben, wenn Angela Merkel sich auf anderen Gebieten mehr konservativ und mit einem klaren konservativen Profil positionieren würden. Stichwort innere Sicherheit, Stichwort Rente. Das würde die CSU schon beruhigen. Also möglichst viel CSU in die Union hinein zu pumpen und zu drücken. Ist denn denkbar, dass Merkel umschwenkt? Nein, auf jeden Fall wird sie nicht öffentlich umschwenken und nicht öffentlich abschwören. Also insofern, diese ganze Debatte um Obergrenze ist wirklich eine Fetischdebatte. Die wird es mit ihr nicht geben. Sie bleibt in den Grundzügen auf Kurs. Aber zwischen öffentlich umschwenken und unter dem Radarschirm sehr wohl schon korrigieren, ist ja ein Unterschied. Sie hat ja ihren Kurs in Teilen korrigiert. Aber das kommt eben noch nicht so richtig an. Und vielleicht wird auch das gemeint mit dem Kommunikationsproblem von Seiten der CDU. Vielen Dank, Tina Hassel in Berlin. Bei Haushaltsberatungen gibt sich der Bundesfinanzminister normalerweise besonders zugeknöpft und hat vor allem damit zu tun, zusätzliche Ausgabenwünsche abzuwehren. Diesmal scheint das etwas anders. Der Staat nimmt ordentlich Steuern ein und so ist Wolfgang Schäuble willens, ein wenig zurückzugeben. Heute kündigte er für Anfang 2017 eine erste Steuersenkung an. Überall weckt der Geldsegen Begehrlichkeiten, zum Beispiel auch bei den Rentnern, insbesondere bei denen in den neuen Ländern. Die hatten, kaum war die Einheit 1990 vollendet, die Hoffnung, dass sich die Lebensverhältnisse möglichst schnell angleichen. Doch oft bekommen Rentner im Osten noch heute weniger Geld als Ruheständler im Westen. Bis zum Jahr 2020 soll das Niveau angeglichen werden, das ist Ziel der Bundesregierung. Doch wer soll das bezahlen? Der Steuerzahler, sagen viele. Aber da macht der Finanzminister nicht mit. Gunnar Breske. Sportstunde in der Begegnungsstätte Goldener Herbst in Eisenberg, Thüringen. Fast jeder hier hat mehr als 40 Jahre gearbeitet, typisch Osten, auch die Frauen. Mehr als 1.000 Euro Rente bekommen hier die wenigsten. Eine Angleichung an das Rentenrecht West sei längst überfällig, da sind sich alle einig. Allerhöchste Zeit, dass man eine Rentenanpassung kommt. Rente kommt. Ja, recht bald, dass ich mit 86 Jahren noch was davon abkriege. Rosemarie Beer war 40 Jahre Schulsekretärin. Ihr damals geringer Ostlohn wird derzeit für die Rente höher bewertet. Das heißt, mehr Entgeltpunkte. Multipliziert mit dem Rentenwert West bekäme sie, wie alle derzeitigen Ostrentner, 2020 mehr Rente. Für Betreuerin Heike Priese, 54 Jahre alt, sieht die Sache aber anders aus. Für sie würde die Angleichung Nachteile bringen. Denn ab 2020 soll die Höherbewertung ihres geringen Ostlohns wegfallen. Auch der Rentenwert West kann diesen Nachteil nicht ausgleichen. Sie bekäme dann weniger Rente als heute prognostiziert. Wenn ich jetzt Kollegen von mir in den alten Bundesländern, ich habe da drüben Freunde oder auch Verwandte und höre, was die so an Rente bekommen oder was sie verdienen, und das finde ich schon traurig. Ich mache genau dieselbe Arbeit hier. Es sind Stolpersteine wie dieser, die zeigen, warum das Rentenrecht in diesem Punkt seit einem Vierteljahrhundert nicht angefasst wurde. Dafür wird es nun Zeit, meinen auch Experten. Das Lohngefälle zwischen Ost und West müsse man aber hinnehmen. Wenn man auf die alte Bundesrepublik schaut, finden Sie auch dort Entgeltunterschiede zwischen den Regionen. Und die nehmen wir auch selbstverständlich hin. Hier sieht man das ganz anders, Staatskanzlei Dresden. Sachsens Ministerpräsident verweist auf die gebrochenen Erwerbsbiografien vieler Ostdeutscher, eine Folge der deutschen Einheit, genauso wie die viel niedrigeren Löhne. Diese Unterschiede sind in den verschiedensten Bereichen nicht geringer geworden, sondern sie sind nach wie vor existent. Deswegen ist eine gleichzeitige Abschaffung und das im Jahre 2020 oder 2021 der Höherwertung im Prinzip ein Desaster für diejenigen, die zukünftig in Rente eintreten würden. Selbst ohne diese Forderung wird die Rentenangleichung ab 2020 4 Milliarden Euro pro Jahr verschlingen. Der Bundesfinanzminister verkündete heute im Bundestag zwar sprudelnde Steuermehreinnahmen, für die Ostrente fühlt er sich aber nicht zuständig. Dies solle Bundessozialministerin Nahles über die Rentenkasse, sprich steigende Rentenbeiträge, regeln. Aber auch das sehen einige Ostministerpräsidenten anders. Ehe wir über Steuersenkungen reden, sollten wir mit den Einnahmen, die wir haben, jetzt die deutsche Einheit vollenden. Und dazu gehört für mich die Angleichung des Rentenrechts. Den Rentnern in Eisenberg geht es nicht zwangsläufig um mehr Geld, wie sie selbst sagen. Es gehe um Gerechtigkeit, auch für die Jüngeren.
Den Streit um die Rentenangleichung kommentiert Florian Meßmann vom Mitteldeutschen Rundfunk. Nein, die Rentenangleichung Ost taugt nicht zum Wahlkampfschlager. Und doch nutzen manche Politiker das Thema im heraufziehenden Bundestagswahlkampf. Vor ein paar Wochen schon ruft uns Sozialministerin Nahles zu: Rentenangleichung Ost. Das klingt gut, würde es doch Millionen Ostrentnern spürbar mehr Rente bringen. Doch das kostet auch fast 4 Milliarden pro Jahr ab 2020. Die soll bitte der Steuerzahler begleichen. Nein, ruft der Finanzminister Schäuble und verweist auf die Rentenkasse. Wenn Angleichung, dann bitte durch die Beitragszahler. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Gegenseitig kann man sich fortan die Schuld am Scheitern der Rentenangleichung Ost geben. So haben es manche Wahlstrategen wohl am liebsten. Man würde ja gerne, aber die anderen, wir kennen das. Dass die heutigen Beitragszahler im Osten bei diesen Plänen schlechter gestellt würden, das sagt uns laut keiner der beiden Kontrahenten. Da fordern die Ostministerpräsidenten von der CDU und die Linkspartei keine Schlechterstellung der Rentner und der Beitragszahler. Das fordert sich leicht, wenn man es nicht finanzieren muss. Einig ist man sich bei diesem Thema offenbar nur in der Angst vor dem Wähler. Man setzt auf Parolen anstatt auf eine Sachdiskussion. In der müsste man uns Wählern nämlich erklären, es gibt keine einfachen Lösungen. Nur lange Übergangsfristen helfen wohl, die Nachteile auf Rentenzahler und Rentner gerechter zu verteilen. Und es ist kompliziert, Kompromisse zu finden, nicht nur in der Rentenpolitik. Ich meine, wir haben es verdient, als mündige Bürger wieder ernster genommen zu werden. Florian Meßmann kommentierte. Der VW-Abgasskandal erfasst jetzt offenbar auch den Autozulieferer Bosch massiv. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung gibt es Hinweise darauf, dass Bosch nicht nur die Software für die Manipulation bei Dieselautos mitentwickelt hat. Der Zulieferer habe auch geahnt, wozu diese Software dienen sollte. Bosch soll VW zudem geholfen haben, den Betrug vor den US-Behörden zu verbergen. Bosch hat mit schlechten Nachrichten gerechnet. In einem Schreiben hatte der Konzern kürzlich seine Mitarbeiter auf negative Schlagzeilen vorbereitet. Der Hintergrund: die Klage von VW-Kunden in den USA. Bislang geschwärzt, jetzt frei. Nun wird deutlich, was die Kläger Bosch konkret vorwerfen, wenn sie sagen, das Unternehmen habe beim Dieselskandal eine entscheidende Rolle gespielt. Darum geht es: das Motorsteuergerät EDC 17. Bosch soll über Jahre die Betrugssoftware dafür mitentwickelt und von den Betrugsplänen von VW gewusst haben. Als Beleg dient unter anderem ein Brief vom Juni 2008. Darin schreibt Bosch an VW: Die von ihrem Unternehmen geforderte Weiterentwicklung des EDC 17 wird dazu führen, dass Daten möglicherweise als Abschalteinrichtung eingesetzt werden. Wir bitten Sie, den beigefügten Haftungsausschluss zu unterzeichnen. Trotzdem soll Bosch bis zum Schluss an der Betrugssoftware mitgearbeitet und immer die letzte Kontrolle gehabt haben, so die Kläger. Bosch teilte heute mit, man äußere sich zu laufenden Untersuchungen nicht, nehme die Vorwürfe aber sehr ernst. Mehrere geplante Firmenübernahmen haben die Anleger an den Aktienmärkten heute in Atem gehalten. Die größten Wellen schlug dabei der Gesundheitskonzern Fresenius. Der will für fast 6 Milliarden Euro die spanische Krankenhausgruppe Quirón Salud schlucken. Mehr dazu aus der Frankfurter Börse mit Stefan Wolf. Gesundheit ist ein lukratives Geschäft. Umsatz und Gewinn wachsen langsam, aber stetig. Wer schneller wachsen will, muss zukaufen. Und genau das macht Fresenius. Die Fresenius-Tochter Helios betreibt 112 Kliniken. Jetzt kommen 82 Krankenhäuser und Gesundheitszentren in Spanien dazu. 5,8 Milliarden Euro lässt sich Fresenius Quirón Salud kosten. Damit steigt das Unternehmen in eine neue Liga auf, sagen Branchenkenner. Die Übernahme hatte niemand auf dem Radarschirm, doch Anleger sind sehr angetan. Aktien von Fresenius steigen heute um 6,4% auf 70,43 Euro, ein neuer Rekord. Überhaupt sind Fresenius-Papiere so etwas wie heimliche Champions im DAX. In den vergangenen 7 Jahren hat sich der Wert versechsfacht. Der spanische Markt gilt als attraktiver als der deutsche. Die 5 größten Klinikbetreiber in Deutschland teilen sich über 90% des Marktes. In Spanien besitzen die 5 größten nur ein Viertel aller Krankenhäuser. Es ist also Platz für weiteres Wachstum.
Die Börsendaten. Aufgrund der schwächelnden US-Konjunktur verzeichnete der DAX heute nur ein leichtes Plus und landete bei 10.687 Punkten. An der New Yorker Wall Street schloss der Dow Jones ebenfalls mit einem leichten Zuwachs bei 18.538 Punkten. Als selbsternannte Wächter der Sitten zogen Islamisten vor 2 Jahren durch Wuppertal. Die sogenannte Scharia-Polizei um den Salafisten Sven Lau versuchte, vermeintliche Glaubensbrüder zur Einhaltung islamischer Vorschriften zu bringen. Aber ihm werden noch ganz andere Dinge vorgeworfen. Seit heute steht er vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht wegen Terrorverdachts. Lau ist eines der bekanntesten Gesichter des radikalen Islam in Deutschland. Jan-Philipp Burkert. Große Gesten, keine Worte. Zum Prozessauftakt schweigt Sven Lau, als im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichtes Düsseldorf die Anklageschrift verlesen wird. Mit der heute verlesenen Anklage haben wir dem Angeklagten vorgeworfen, die ausländische terroristische Vereinigung Jamwa in 4 Fällen unterstützt zu haben. Jamwa steht dem IS nahe. Konkret soll Lau für die Terrormiliz Kämpfer angeworben haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, Geld- und Nachtsichtgeräte beschafft zu haben. Schwer belastet wird der Angeklagte von seinem ehemaligen Weggefährten Ismail S. Laus Verteidiger versucht, die Glaubwürdigkeit dieses und eines weiteren Kronzeugen in Frage zu stellen. Die Vorwürfe sind lächerlich. Sie fußen auf 2 Kronzeugen. Der eine ist verrückt, der andere ist ein notorischer Lügner. Die Bundesanwaltschaft sieht sich ausreichend gewappnet. Die Anklageschrift ist fast 80 Seiten stark. Bundesweit bekannt wurde Lau als treibende Kraft der sogenannten Scharia-Polizei, einer Gruppe von selbsternannten Sittenwächtern, die durch Wuppertal zog. Im Dezember 2015 dann die Verhaftung wegen Terrorverdachts. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. Der Verfassungsschutz hält Lau für äußerst gefährlich. Er hat eine sehr emotionale und sehr vereinfachende Vortragsweise. Und das zieht vor allen Dingen junge Menschen an, die anschließend auch nach seinen Predigten und nach seinen Internetauftritten gewaltbereit werden und auch ausgereist sind nach Syrien. Lau kommt aus Nordrhein-Westfalen, wie auch Pierre Vogel, eine weitere Schlüsselfigur unter den deutschen Salafisten. Laut Verfassungsschutz leben von bundesweit 8.700 namentlich bekannten Salafisten 2.700 in Nordrhein-Westfalen, Tendenz steigend. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist Nordrhein-Westfalen das bevölkerungsreichste Land mit 18 Millionen Einwohnern. Zweitens, sehr viele der Salafisten haben im Moment einen türkischen Migrationshintergrund. Wir haben sehr viele türkische Menschen, die hier leben. Und drittens, wir haben verschiedene Hassprediger, also Führungspersonen, die hier die Szene an sich binden. Ob die Führungsperson Sven Lau dauerhaft hinter Gittern verschwindet, entscheidet sich frühestens im Januar kommenden Jahres. Dann wird in Düsseldorf das Urteil gesprochen. Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte nimmt den Mund gerne voll. Als er jetzt seinen US-Amtskollegen Obama als Hurensohn beleidigte, schob er zwar hinterher, dies sei nicht persönlich gemeint. Obama sagte trotzdem ein geplantes Treffen mit ihm ab. In Dutertes eigenem Land bleibt es nicht bei verbalen Angriffen. Bevor er im Mai ins Amt gewählt wurde, kündigte er einen erbarmungslosen Kampf gegen Drogenhändler an. Wenn er erst einmal regiere, werde er alle Verbrecher in die Bucht von Manila werfen und damit die Fische füttern, so seine Worte. Mittlerweile sterben im Durchschnitt jeden Tag 44 Menschen in seinem Feldzug gegen die Kriminalität. Uwe Schwering und Carsten Stormer. Der Polizeifunk führt uns zu Aris Dimonio. Seine Leiche liegt mitten auf der Straße. Das nächste Opfer der philippinischen Tötungswelle. Eine verdeckte Polizeiaktion endet für den mutmaßlichen Drogendealer tödlich. Er hat seine Waffe gezogen und wollte unseren Beamten töten. Der hat sich verteidigt und den Verdächtigen erschossen, sagt die Polizei. Was genau geschah, unklar. Wen die Beamten nicht schnappen, den töten anonyme Killerkommandos. Im philippinischen Fernsehen stapeln sich leblose Körper eines Krieges, proklamiert vom Präsidenten persönlich. Wir werden nicht aufhören, bis das der letzte Drogenbaron, der letzte Finanzier und letzte Dealer sich ergeben haben oder hinter Gittern landen. Oder unter der Erde, falls gewünscht. If they so wish. Duterte hatte all das im Wahlkampf angekündigt. Nun macht er ernst. Dabei werden in diesem von Korruption gepeinigten Land nicht nur Dealer und Konsumenten liquidiert, sondern auch Mitwisser.
Razzien, Hinrichtungen, Menschenjagd. Die Grenzen zwischen Gut und Böse zerfließen. Denn verdient an den Drogen haben viele. Jetzt, so erklärt uns dieser Auftragsmörder, wollen alle nur noch ihre Haut retten. Ich arbeite für einen reichen Geschäftsmann. Er ist auch Polizeibeamter. Mein Boss will keinen Ärger, deshalb beauftragt er mich. Er hat Angst, gewisse Leute könnten ihn auffliegen lassen. Ich fühle mich schuldig, aber jetzt muss ich damit rechnen, dass ich selbst getötet werde, wenn ich davonlaufe oder Befehle nicht ausführe. Für uns alle ist kaum überprüfbar. Wem kann man noch trauen, wem nicht? Paranoia ergreift die Philippinen in ihrem Gepäck. Heimtücke, Gewalt, Selbstjustiz. Eduardo Francisco, genannt Bimbo, erwischte es mitten in der Nacht. Er soll auf einer Liste gestanden haben. Seine Frau berichtet, der 39-Jährige sei schon der vierte Tote in der Nachbarschaft. Jemand klopfte an unsere Tür und fragte nach meinem Mann. Ich rief, der schläft. Es klopfte nochmal. Der Unbekannte kam rein und weckte meinen Mann. Er sagte, jemand brauche einen Bauarbeiter und nahm ihn mit. Eduardo kommt im Sarg zurück. Von der Polizei hat Dorothy nichts mehr gehört. Präsident Duterte, gelernter Rechtsanwalt, ignoriert jedwede Unschuldsvermutung, duldet und befeuert sogar das Morden im Land. Seine Polizei steht unter Erfolgszwang. Also unterschreiben Junkies jetzt an Eides statt, in Zukunft sauber zu bleiben. Der Grund allen Übels aber, die Armut, ist damit noch nicht bekämpft. Und wie lange nimmst du schon Drogen? Seit mehr als 3 Jahren. Und was nimmst du? Crystal Meth. Bist du ein Dealer? Nein, Sir, bin ich nicht. Die Gefängnisse bersten. Hunderttausende Abhängige und Dealer haben sich gestellt, freiwillig. In der Zelle, so hoffen sie, wird sich schon niemand erschießen. Frage, wer ist wegen Drogen hier? Andere trifft die Kugel. Große Medien zählen die Toten. Eine Liste mit tausenden Namen. Auch Aris Dimonio steht drauf. Erschossen von der Polizei. Und der Krieg geht weiter. Trotz politischer Schwierigkeiten soll die Bundeswehr ihre Tornado-Aufklärungsmission in der Türkei offenbar langfristig fortsetzen. Noch einmal Nachrichten mit Thorsten Schröder. Verteidigungsministerin von der Leyen bestätigte geplante Investitionen von knapp 60 Millionen Euro auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt in Jirlik, etwa für Unterkünfte und eine mobile Einsatzzentrale. Weil Bundestagsabgeordneten der Besuch der deutschen Soldaten verwehrt wurde, stand der Einsatz in Frage. Inzwischen geht Berlin davon aus, dass diese Besuche bald wieder möglich sind. Die türkischen Behörden haben die Ausstrahlung eines Interviews der Deutschen Welle mit Sport- und Jugendminister Kilic verhindert und das Material beschlagnahmt. Nach Angaben des Senders ging es unter anderem um Fragen zum Putschversuch und zur Pressefreiheit. Diese seien jedoch andere gewesen als die im Vorfeld von der Deutschen Welle vorgelegten, so das Ministerium. Intendant Limburg sprach hingegen von einem neuen, eklatanten Verstoß gegen die Pressefreiheit in der Türkei. In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben Sicherheitskräfte einen Angriff auf die internationale Hilfsorganisation CARE abgewehrt. Bei stundenlangen Gefechten wurden die 3 mutmaßlichen Angreifer getötet und 6 Zivilisten verletzt. Alle CARE-Mitarbeiter konnten in Sicherheit gebracht werden. Die Organisation teilte mit, womöglich sei das eigentliche Ziel ein benachbartes Regierungsgebäude gewesen. Bislang hat sich niemand zu dem Angriff bekannt. Mit scharfen Vorwürfen hat der UN-Menschenrechtsrat die Lebensbedingungen der Zivilisten in Syrien angeprangert. Wie aus einem Untersuchungsbericht hervorgeht, sind mehr als 600.000 Menschen in belagerten Orten beinahe von jeglicher humanitären Hilfe abgeschnitten. Besonders in der umkämpften Stadt Aleppo habe die Gewalt gegen Zivilisten ein beispielloses Niveau erreicht. Die Untersuchungskommission weist ausdrücklich darauf hin, dass sich alle Konfliktparteien Kriegsverbrechen schuldig machten. Verbraucherschützer kritisieren Vorschläge der EU-Kommission, wonach Roaminggebühren für Handynutzung im Ausland an 90 Tagen im Jahr wegfallen sollen.
Das versprochene Ende der Gebühren werde so nicht erfüllt, erklärte der Verbandschef der Verbraucherzentralen Klaus Müller. Eine Sprecherin der Kommission verteidigte die Pläne heute. Das Kontingent von insgesamt 90 Tagen decke praktisch den Bedarf von Privat- und Geschäftsreisenden im EU-Ausland. Inmitten dieses Gerölls etwas zu finden, scheint aussichtslos. Doch in einer fast romantischen Geschichte von einem Kometen, einer Raumsonde und ihrem Roboter ist doch ein kleines Wunder möglich, nahezu ein universales Märchen. Denn hier ist er. Filet. Kühlschrank groß und enorm wichtig für die Weltraumforschung. Am 12. November 2014 landete das Minilabor auf dem Zungenbrecherkometen 67P Churyumov-Gerasimenko, auch liebevoll Churi genannt. Seine Muttersonde hatte den Roboter dorthin geschickt und ziemlich bald verloren. Niemand wusste, wo genau Filet steckte. Jetzt hat Rosetta den verlorenen Sohn wiedergefunden. Über ein Happy End im All, Gudrun Engel. Da steckt er, verkeilt in einer dunklen Felsspalte. Eines der drei Beine ragt keck nach oben. Mit diesem Foto verabschiedet sich Landeroboter Filet. Seine Muttersonde Rosetta hat es eingefangen. Ein letzter Gruß an die Erde. Das ist unglaublich. Also wir haben schon mehrmals Bilder bekommen, wo es hieß, da ist Filet drauf, aber es waren dann 2 Pixel oder so. Das war dann nicht so eindeutig. Und gestern, wenn ich das gesehen habe, das war erstaunlich. Also ich war weg. Vor 12 Jahren startete die Mission. 6,5 Milliarden Kilometer quer durch den Weltraum hin zum Kometen Jury. Der Flug alleine dauerte 10 Jahre. Dann setzte Rosetta Filet ab. Ein kühlschrankgroßes Labor voller Sonden und Experimente. Die erste Landung auf einem Kometen überhaupt. Der Traum vieler Wissenschaftler ging in Erfüllung. Doch bei der Landung gab es Schwierigkeiten. Filet konnte sich nicht auf dem harten, steinigen Untergrund verankern, kippte in eine Felsspalte. Dort konnte der Roboter über seine Solarpaneele nur wenig Sonne einfangen. Zu wenig für dauerhafte Kommunikation. Einmal funkte er 85 Sekunden lang Daten, chemische Messungen von Staub und Oberfläche. Da man jetzt punktgenau, also auf dem Meter genau sagen kann, da ist Filet, können Sie auch sehr genau jetzt die Modellierung und die Ergebnisse noch mal genauer auswerten. Also das ist für die Wissenschaftler schon sehr wichtig, dass wir das jetzt haben. Filet sollte Erkenntnisse über die Entstehung des Sonnensystems liefern. Kometen gelten als Zeitzeugen. Was geschah vor etwa 4,6 Milliarden Jahren? Die Wissenschaftler werden Jahrzehnte brauchen, um alle Daten auszuwerten und damit vielleicht das Geheimnis des Lebens zu lösen. Filet hat jetzt ausgedient. Abschiedsgrüße kommen aus aller Welt. Für den kleinen Kasten, der so viele Menschen begeistert hat. Auf dem Kometen Jury wird Ende des Monats auch die Mutterraumsonde Rosetta landen. Noch ein Abschied im ewigen All. Ganz irdisch geht's jetzt weiter mit dem Wetter, Claudia Kleinert. Wie wird's denn? Pina, es wird richtig schön. Und selbst in den Nächten lohnt sich jetzt der Blick nach oben. So den einen oder anderen Kometen kann man ja jetzt sogar bei sternklarem Himmel da oben ganz langsam kreisen sehen. Was wir auf der Erde genießen können, das ist viel Sonnenschein. Heute der Blick auf den Überlinger See. Da sah man noch so ein paar ziemlich dicke Wolkenfelder. Die werden morgen auch verschwunden sein. Aber weswegen ich Ihnen dieses Bild zeige, wegen dieses Nass da unten. Denn die nächsten Tage, vor allem am Donnerstag, da wird so warm, da sehnt sich der eine oder andere schon wieder an den Badesee zurück. Und die haben im Moment auch ganz angenehme Temperaturen jetzt so im Spätsommer. Die Nordsee 19 bis 20 Grad, die Ostsee 18 bis 20 Grad, je nachdem, wo man sich aufhält. Der Bostalsee im Saarland 22 Grad, Bodensee 20 bis 22, Müritz 20, Biggesee 20 Grad. Also fast überall richtig tolle Badewerte, was die Temperaturen in den Seen angeht. Und von oben viel Sonnenschein und große Hitze. Die große Hitze kommt aber wirklich nur am Donnerstag. Ansonsten ist es sommerlich warm. Jetzt in der Nacht ist es verbreitet sternklar. Nur ganz vereinzelt wird es örtlich Nebel geben, denn die Luft ist recht trocken. Die Temperaturen sinken bis morgen früh meist auf Werte zwischen 15 und 10 Grad. Außerhalb der Städte und in höher gelegenen Tälern um 9 Grad und richtig warm auf den Inseln in der Nordsee. Da sind sogar 18 Grad. Morgen Vormittag scheint verbreitet die Sonne. Es gibt ein paar hohe Schleierwolken, die über den Norden ziehen. Im Laufe des Nachmittags erneut viel Sonnenschein, lockere Quellwolken und Temperaturen, die dann morgen Nachmittag schon wieder auf Werte
zwischen meist 24 und 29 Grad steigen. Nicht ganz so warm an Nord- und Ostsee. Und der Wind dazu ist überwiegend schwach, kommt aus östlichen Richtungen. Heiß wird es dann nur am Donnerstag. Da kommen wir noch mal auf Temperaturen von bis zu 32 Grad im Osten Deutschlands. Freitag nur vereinzelt noch mal die 30 Grad im Osten. Da gibt es dann auch schon dichtere Wolkenfelder und möglicherweise erste und ganz einzelne Schauer, so Richtung Harz, Sauerland oder auch Südschwarzwald. Ansonsten scheint verbreitet die Sonne und es bleibt bis zum Wochenende richtig warm. Dankeschön, Claudia Kleinert. Das war's von uns. Jetzt sehen Sie den Spielfilm Schönefeld Boulevard. Und um 0.20 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Schönen Abend.